Ja, grüß dich Sepp. Also, hier ist er jetzt fertig. Die erste Beta-Version vom Segelohrenbob Schultief Box. Hab mich so ein bisschen an die Thomas Autark-Version gehalten. Also so wie ich mir es gedacht habe. Ich habe gar nicht mit ihm gesprochen, habe mir nur das Foto angeguckt. Aber ich habe mir ja gedacht, der Transistor sollte zum Wechseln sein, ne? Deshalb hier zum Rausziehen und Reinstecken für kleine Transistoren, genauso wie für die normaleren, etwas größeren. Die gehen auch. Hier habe ich dir mal einen Mini-Joule-Tief Ringkern reingemacht, damit du hier siehst, wie es hier angeschlossen wird. In der Mitte ist die Anzapfung, wo die zwei Kabel zusammengehen. Dann ist ja eigentlich wurscht, wo rechts und links, ne? Die eine Seite, da habe ich meine Antenne mit draus gemacht. Die ist ziemlich praktisch. Moment, da kann man nämlich auch Batterien vollkommen rausmachen und dann ja, schön hier ans Alu greifen, ne, wenn hier die Erde ans Alu rangemacht ist. Und dann, ja, ich bin jetzt noch gar nicht weit dran. Ne. Ja, wie du siehst, einfach ne, hier irgendwo in irgendeine Nähe kommen von irgendwas Hochschwingendem. Und dann kann man dann hier sehen, wo. Ich weiß nicht, so als kleinen Gimmick, ne, normale Aframengo-Pumpe mit reingebaut ist auf dem Kollektor vom Transistor, ne, also in der Mitte von dem Beinchen, einfach weggegangen. Dürfte meiner Meinung nach überhaupt nichts ziehen in Schultiefbetrieb, hier auch gegen Erde in der Steckdose, ne. Ja, aber hier nichts Neues, so als kleinen Gimmick halt mal, ne. So, dann mal zu den Beschriftungen. Auf der Seite stellt man einen Ausgang ein. Ne, die zwei Kabel hier, das ist Ausgangs Plus und Minus, wenn man mit NPN-Transistor fährt. Ne, wie gesagt, ist das auf NPN geeichtes Teil. Bei PNP einfach nur alles 180 Grad rumdrehen. Allerdings dürften dann die LEDs hier unten nochmal gehen. Ne. Dürfte ja dann aber wurscht sein, wenn du dann sowieso hier über einen normalen Ausgang dann das betreibst, was du betreiben willst. Ja, nicht wundern, ne, mein Ausgang hängt jetzt hier oben dran. Und zwar habe ich da nichts weiter gemacht, als jetzt ist Potentiometer und die Vorwiderstände komplett kurz geschlossen, komplett rausgenommen, weil im kleinsten Betrieb mit dem kleinen Potti und dem kleinen Joule-Tief und nur 1,2 Volt Batterie, ja, brauchen wir halt keinen Vorwiderstand, ne? Da geht es auch so. Aber bei dir habe ich mir gedacht, dass du mit größeren Joule-Tiefs experimentieren willst, ne? Als dieses kleine Fitzelding. Ja, und deshalb habe ich dir auch ordentliche Vorwiderstände reingemacht, 2x150 Ohm mit 4 Watt. Die schützen das Potentiometer, das sind 50 Kilo-Ohm Potentiometer, also kannst du auch viele Frequenzbereiche anfahren, auch viele Voltbereiche dann benutzen. Ja, für einen 1,5 Volt Betrieb ist dann die Einstellung für die LEDs hier unten, ne? Also ob du jetzt drei komplett leere von denen hier, die nur noch 0,5 oder 0,6 Volt haben und die in Reihe schaltest, aber nicht unbedingt mehr als 1,5 Volt, ne? Ja. Der Schalter hier unten, der ist dann nur für die hier gedacht, ne? Wenn du da alle drei drin hast, geht es sofort los, aber ne, ist dann normally closed bei allen dreien, aber normally opened ist es bei der einen, und wenn man dann drückt, ja, leuchten die zwei ordentlich mit der 1,2 Volt. Ja, ich denke mal, das dürfte so in deinem Interesse sein. Auf der linken Seite kann man dann noch einstellen, ob man seinen Strom vom Eingang her aus dem Batteriefach zieht, ne? Ausstellung hat der Schalter so, ne? Das ist halt nur bauartbedingt, oder ob du hier dann über deine Kabel reingehst. Da habe ich ja irgendwo Magneten ran gemacht, falls sie dir irgendwie rumbaumeln, kannst du hier ranpoppen. Ja, und hier drüben genauso. Ja, ich denke, damit dürften alle Wünsche, ja, gemacht worden sein, ne? Schaltplan kommt dann noch. Viel Spaß damit. Ich habe es gerade mal ausprobiert mit 3 1,2 Volt Batterien, also mit 3 1,2 Volt Batterien nicht die LEDs versuchen damit zu betreiben. Ne? Also erstens leuchten die überhaupt gar nicht.
Ja, auch wenn ich das Pulli dann mit drin habe, kann ich hier dran rumdrehen, wie ich lustig bin. Der Transistor wird feuerheiß. Der kleine geht jetzt aber noch. Ich habe es vorhin nochmal ausprobiert. Also, ne, wenn du dann mit mehreren Batterien fährst, dann bitte den Ausgang über irgendeine andere Last dann nach draußen leiten. Ja, und richten Transistor mit der richtigen Kühlung. Ach, du machst das schon, ne? Brauche ich nicht so zu sagen. Ja, das hier ist auch ein bisschen nervig, weil man es halt ab und andauernd macht. Die Schalter hier, tja, keine High-End-Ware. Aber mit ein bisschen Gefühl geht's auf alle Fälle. Ich habe unten Kontaktspray nochmal rein. Die Kontakte sehen noch einwandfrei aus. Habe es vorhin auch noch ein paar Mal probiert. Für mich befriedigend. Wie es für dich ist, musst du dann mal entscheiden. Ich bin ja kein Freund von irgendwelchen Kontakten, die nicht irgendwie gelötet sind oder so. Aber ja, ich denke mal, du machst dann viel größere Transistoren als die hier rein. Da dürfte die Kontaktfrage dann auch nicht mehr so entscheidend sein. Gut, jetzt hat er aber, ne? Bis später. Jetzt der Test für die nächstgrößere Stufe. Das ist jetzt ein 2N64 irgendwo. Ja, ist ja erstmal wurscht. Du kannst ja dann deine eigenen Transistoren dafür nehmen. Ja, was denn jetzt? Und ich schalte jetzt damit ein. Ne? Jetzt nicht mehr mit dem Knopf hier. Ne? Weil mit dem Knopf schaltet man ja wirklich nur dieses eine einzige Batteriefach mal kurz. Normalerweise ist der closed. Ne? Normalerweise ist das dann alles auf den Knopf hier dann beschränkt. Ja, jetzt hier einen größeren Schultief dran mit einer Sekundärwicklung und einer Leuchtstoffröhre. So, mal schauen. Ha, klappt. Und dimmen lässt sich's. Jawohl, dimmen lässt sich's auch. Gott, wunderbar. Ja, du siehst dann hier, ne? Daran hast du dann gleich eine Funktionsanzeige. Wenn der hier schwingt, aber deine Last nicht angeht, weil du irgendeine bestimmte Voltzahl brauchst. Ja, wie jetzt zum Beispiel, ne? Ist er abgebrochen, aber du siehst, er schwingt trotzdem noch weiter. Fahren wir ein bisschen zurück. Genau, jetzt kommt sie wieder. Genau, und da ist ein schöner Punkt gewesen. Ne? Hier, da. Jawohl, das sieht gut aus. Ja, da haben wir hier auch noch einen normalen Ausgang. Nehmen wir auch noch mit dran. Kurz bauen. Kommt hier auch noch? Ja, wahrscheinlich nicht so. Aber ja, für drei 1,2 Volt Batterien. Jetzt will ich den gerne mal weggeben hier. Nee, ich baue mir auch noch so ein. Danke, dass du mir einen Auftrag gegeben hast nochmal. Ey, ich hätte nie gedacht, wie praktisch so ein Ding sein kann. Na gut. Voll aufdrehen. So runterdimmen. Voll aufgedreht. Ja, dann kommt die auch noch mit. Und ja, so ein bisschen Batterie schonen und wieder ausschalten. Gut. Funktioniert alles. Viel Spaß, Sepp.